Das Land Salzburg und seine Partner bereiten sich derzeit intensiv auf die aus der Ukraine erwarteten Flüchtlinge vor, die untergebracht und versorgt werden müssen. Die Situation in der Ukraine ist auch für das Rote Kreuz im Moment sehr schwierig aufgrund der Kampfhandlungen, aufgrund der fehlenden Korridore für Hilfslieferungen. Und die aktuelle Lage ist, dass die Anzahl der Flüchtlinge in den letzten Tagen kontinuierlich steigt. Es gibt hier eine Schätzung von UNHCR, dass 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verlassen werden. Und ein Teil davon wird nach Österreich kommen und darauf bereiten wir uns hier in Salzburg auch vor. Wir sind dabei, haben eine Hotline eingerichtet, weil wir versuchen ganz eng mit den Pfarren jetzt, es wird ein Brief heute hinausgehen an die Pfarren, gemeinsam mit dem Erzbischof, wo wir Pfarren bitten, Quartiere zur Verfügung zu stellen und auch in den Gemeinden Menschen zu ermutigen, dass sie Unterkünfte bei uns anmelden, damit dann, wenn die Menschen hierher kommen, nach der Erstaufnahme und Registrierung dort zugewiesen werden können. Wir sind seit Freitag eingebunden in Planungen der Bewältigung erhöhten Flüchtlingsaufkommens. Da gibt es derzeit eine Arbeitsgruppe, die in jede Richtung plant, beurteilt. Da wird es morgen erste Erkenntnisse geben. Wir haben ja entsprechende Erfahrung aus dem Jahr 2015 beim Handling solcher Flüchtlingsströme. Aktuell sind in Salzburg 1350 Personen in der Grundversorgung des Landes. Gestern wurden bereits die ersten 10 ukrainischen Flüchtlinge in der Grundversorgung aufgenommen. Wir suchen dringend Quartiere, wir suchen dringend Unterkunftsmöglichkeiten für Schutzsuchende, um diese rasch eine sehr gute Versorgung im Bundesland Salzburg anbieten zu können. Bereits für heute Abend hat der Landeshauptmann mit den zuständigen Regierungsmitgliedern die Nichtregierungsorganisationen eingeladen, um die Lage zu besprechen und die weitere Vorgehensweise festzulegen.